Eines der Grundgesetze an den Finanzmärkten lautet, don't fight the Fed, kämpfe nicht gegen die US-Notenbank. Aber im Jahr 2023 war dieser Kampf sehr erfolgreich. Wenn man nämlich nicht darauf gehört hat, was die Notenbank sagt oder tut, man macht einfach sein Ding. Und das war im Jahr 2022 noch ganz anders, wenn Sie damals sich erinnern, Sommer 2022, impulsive Rallye, weil die Märkte auch gedacht haben, hey, jetzt ist Schluss mit Zinsanhebungen, perspektivisch werden die Zinsen sogar sinken. Da Auftritt von Jerome Powell in Jackson Hole im August und gesagt, also das wird auf jeden Fall nicht passieren, die Märkte dann mit einem Abverkauf. Aber diese Zeiten sind vorbei. Powell kann rhetorisch nicht mehr durchdringen, die Fed kann rhetorisch nicht mehr durchdringen. Die Märkte machen das Gegenteil, weil sie sagen, ihr werdet die Zinsen senken. Und jetzt ist die Frage, wird Powell heute irgendwie dieses Mantra, die Zinsen werden sinken, dass die Märkte spielen, in irgendeiner Form konterkarieren können, ja oder nein. Auf jeden Fall ist Don't Fight the Fed ein wirklich ehrenes Prinzip. Man kann bei Amazon sogar ein T-Shirt kaufen, das mit diesem Titel versehen ist. Das stammt noch aus Zeiten, als die Fed unterstützend war, also die Zinsen auf Null gesenkt hat und dann sogar Liquidität ins System gepumpt hat. Aber wie Sven Hendrik jetzt bemerkt, jetzt hat die Fed die Zinsen angehoben, hat die Bilanzsumme reduziert. Alleine, es hilft nichts. Paul wird wahrscheinlich wieder sagen, naja, die Zinsen werden lange hoch bleiben und die Märkte werden es wieder nicht glauben, außer es passiert irgendwas, was außergewöhnlich ist, was nicht in dieses Schema passt, so oder so. Wir sehen, dass der S&P 500 jetzt 6,5% über dem Stand steht, an dem die Fed das erste Mal, nämlich am 17. März 2022, die Zinsen angehoben hat. Also damals Zinsen bei Null, jetzt der Zinsen über 5% und die Märkte dennoch 6,5% höher. What happened to Don't Fight the Fed, fragt das Wall Street Journal. Und rechts sehen wir die Antwort. Es herrscht eine Lockerung der Financial Conditions, die einige Zinsanhebungen der US-Notenbank faktisch pulverisiert hat. Was jetzt transitory war, ist offenkundig die Glaubwürdigkeit der Fed. Vielleicht sogar mehr transitory, mehr vorübergehend als die Inflation selbst. Und hier sehen wir mal Lisa Abramovich von Bloomberg. Die Finanzconditions sind jetzt so locker wie seit dem Zeitpunkt, als die Fed die Zinsen angehoben hat, nicht mehr. Nach dem Bloomberg Financial Conditions Index. Und Mohamed El Erian sagt also, je länger die Fed jetzt zögert, da mal drauf zu hauen und zu sagen, nee Leute, so geht es nicht, umso schwerer wird sie es haben, die Animal Spirits zu kontrollieren, umso stärker wieder das Potenzial für mehr Wachstum durch mehr Nachfrage, weil Kredite günstiger werden etc., umso mehr Potenzial auch für Inflation. Also die Fed wird dann in Schwierigkeiten kommen, zumal Janet Yellen ziemlich offen das konterkariert, was Jerome Powell tut und sagt. Jerome Powell sagt, ja, die Zinsen werden länger hoch bleiben. Janet Yellen sagt, ja, die Inflation, die wird schon Stück für Stück nach unten gehen. Janet Yellen insgesamt, wie hier Beobachter sagen, verhält sich so, als würde sie nach wie vor die Fed leiten, kann man sagen, mit ihren Äußerungen. Und jetzt eben die Frage, ob Powell ein bisschen dagegen hält, ein bisschen, naja, da sagt, okay, wir schauen mal, was die Daten bringen, das wird er sowieso sagen, aber wichtiger ist das, was sozusagen in den Projektionen und in den Dotplots kommen wird, Projektionen über Wirtschaftswachstum, über Inflation, über Arbeitslosenquote. Insgesamt erwarten 72% der befragten Analysten, dass eigentlich sich nichts ändert, großartig, was die Guidance betrifft, also praktisch der Ausblick der Fed auf das, was kommt. Und hier mal eine sehr gute Grafik. Im September hatte die Fed gesagt, okay, Zinsen bei 5,6%, dass die Zinsen jetzt sich nicht mehr ändern, ist sehr, sehr wahrscheinlich, also werden wir bei roundabout 5,4% bleiben. Aber entscheidend, was passiert dann 2024? Da ist die Basisannahme, okay, die Fed wird sagen, die Zinsen fallen auf 5,1%, das wären zweimal 0,25er Zinssenkungen.
Hat sie damals im September gesagt, könnte sie jetzt sagen 4,9%, weil ja die Zinsen nicht auf 5,6%, sondern nur auf 5,4% gestiegen sind. Sehr dovisch wäre, wenn die Fed sagt, naja, die Zinsen werden dann Ende 2024 bei 4,6 sein. Hawkisch wäre, wenn sie sagen würde, die Zinsen sind bei 5,1%, und so könnte man das dann für 2025 und 2026 fortsetzen, aber das ist sehr weit weg, also werden sich die Märkte vor allem für 2024 interessieren. Also ein Basisszenario 4,9%, das wäre das, was die Konsenserwartung ist. Dovish wäre 4,6%, hawkisch wäre 5,1%, und vielleicht wird es ein bisschen hawkischer, weil einfach eine zentrale Kategorie für die Fed, nämlich die sogenannte Supercore-Komponente, das ist also der Kernbereich der Dienstleistungsinflation, also ohne Nahrung und Energie und ohne Housing, das ist wieder zuletzt deutlich angezogen in den Inflationsdaten, die wir am Dienstag bekommen haben. Also 0,44% Anstieg, das sollte die Fed durchaus beeindrucken, aber die Märkte sind nicht beeindruckt. Wir sehen, die Renditen fallen weiter, die 10-jährige US-Staatsanleihe unter der Marke von 4,16%. Wir haben jetzt eine wahnsinnige Lockerung gesehen, das letzte Fed-Meeting war ja im September. Im November dann diese Lockerung der Financial Conditions, im September hatte die Fed noch gesagt, ja, die Märkte nehmen uns ein Stück weit die Arbeit ab mit Blick auf die Renditen, die damals knapp über 5% gestiegen waren. Jetzt sind wir fast 1% drunter, also nichts mehr mit Arbeit abnehmen. Und hier nochmal so eine Zusammenfassung. Man wird sich, wie gesagt, über Wirtschaftswachstum äußern, über Unemployment Rate, über die verschiedenen Inflationsarten, PCE und so weiter und so fort. Und vor allem die Dotplots. Wo stehen die Zinsen? Wo erwarten die Fed-Mitglieder die Zinsen? Hier ist mal so ein Redline-Comparison, wie die Amerikaner sagen. Also das, was hier zu erwarten ist. Man wird so ein bisschen sagen, okay, wir hatten im dritten Quartal sehr, sehr starkes Wachstum. Das hat sich jetzt ein bisschen abgeschwächt, aber ist nach wie vor relativ robust. Arbeitsmarkt hat ja zuletzt wieder, zumindest was die Arbeitslosenquote betrifft, zugelegt. Also die Arbeitslosenquote ist gefallen auf 3,7%, auch wenn die Daten per se unzuverlässig sind, aus meiner Sicht die großen US-Arbeitsmarktdaten, die wir letzten Freitag gesehen hatten. Aber hier mein Kollege Wolfgang Müller, der sagt, also ich rechne eher mit einem Non-Event, aber es gibt ein abstraktes Überraschungspotenzial. Natürlich werden die Zinsen unverändert bleiben, aber die Märkte erwarten März, eher Mai, die erste Zinssenkung. Das dürfte Paul zurückweisen. Und ebenso die Fed-Mitglieder in den Dotplots. Wird also Paul sagen, dass wie Janet Yellen, dass die Inflation so Stück für Stück auf 2% zurückkommt, ja oder nein? Das ist die Frage für die Märkte heute. Und die Grundfrage ist, wird sich die Fed also den Märkten anpassen? Haben die Märkte recht, wenn sie sagen, die Zinsen werden bald fallen? Das hatten sie 2022 auch gedacht. Damals hat sich die Fed durchgesetzt. Die Zinsen sind nicht gefallen, die Märkte mussten zumindest, was die Zinserwartung betrifft, der Fed folgen. Oder wird die Fed diesmal dann den Märkten folgen müssen, die also baldige Zinssenkungen letztendlich erwarten? Wir werden sehen. Heute nochmal ein bisschen Jubelstimmung nach den US-Erzeugerpreisen, die ein Ticken niedriger reingekommen sind, gerade was auch die Kernrate betrifft. Aber insgesamt sehen wir, dass, wenn Sie sich das mal anschauen, hier November eingekastelt, da sehen wir, Energy war minus 1,2% zum Vormonat, also Energie war der Haupttreiber, dass die Erzeugerpreise etwas niedriger ausgefallen sind, dass die Ölpreise, dass die Spritpreise in den USA im November gefallen sind. Das hat sich inzwischen rumgesprochen. Und so sind alle bullonisch, denken, es kann nur nach oben gehen, wenn die Fed nichts tut. Und sie kann ja nichts tun, denn anders als 2022 kann die Fed im Grunde mit Zinsanhebungen schlechterdings jetzt noch drohen. 2022 konnte man das machen, konnte es dann umsetzen. Jetzt wäre das schon sehr, sehr überraschend, wenn die Fed jetzt nochmal die Zinsen anheben wird. Gestern haben wir zumindest gesehen, dass in den Tech-Sektor, was das dominante ETF in diesem Bereich betrifft, nämlich XLK,
der größte Zufluss in 5 Jahren passiert ist. Also alles auf bullisch und viele sagen ja immer, ich bin ja total bärisch und hätte da Unrecht. Ich finde, oder was ich versuche, ist zu zeigen, die Differenz zwischen dem, was eigentlich der Fall ist und dem, was die Märkte draus machen. Das hat natürlich viel mit Liquidität zu tun, mit Mechanik zu tun, mit Optionen. Am Freitag ja der große Verfall mit wahnsinnigen Volumina, die da jetzt zur Disposition steht. Jedenfalls mal was super Bullisches, nämlich eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Da könnten wir bis 4.819 Punkten steigen, meine Damen und Herren. Also Sie sehen, wie bullisch ich bin. Das sollte die Bullen jetzt besorgen, indem ich ja gerne einen Kontraindikator nenne. However, da muss man nun mal die Dinge nehmen, wie sie sind. Und die sind in Europa, in der Eurozone ziemlich mies. Wir haben heute die Daten aus der Eurozone, was die Industrieproduktion betrifft, bekommen. Zum Vormonat minus 0,7% statt minus 0,3 erwartet und zum Vorjahresmonat minus 6,6% statt minus 4,6 erwartet. Also wirklich sehr, sehr schwach. Alle großen Volkswirtschaften der Eurozone, also Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und so weiter, negativ. Und besonders negativ sind die Prognosen für Deutschland hier vom Institut der deutschen Wirtschaft. Man erwartet auch für nächstes Jahr eine Schrumpfung von minus 0,5%. Bin ich hier auch in dem Camp, dass ich denke, nee, Wachstum ist erstmal so schnell nicht. Und das dürfte jetzt wahrscheinlich nochmal beschleunigt werden dadurch, dass die Lebenshaltungskosten für die Bürger deutlich teurer werden. Denn die Große Koalition hat sich ja, oder die Koalition, die Ampelkoalition hat sich ja geeinigt heute. Und man wird vor allem, wie Sie gleich sehen werden, die CO2-Preise massiv erhöhen. Das heißt, Strom, Gas, Benzin werden noch teurer als ohnehin schon. Und damit eigentlich alles, was dranhängt, Wohnen, Autofahren, Produktion von Lebensmitteln, gibt zum Beispiel jetzt auch eine Abgabe für Plastik bei den Herstellern, die 1,8 Milliarden Euro bringen soll. Also man könnte sagen, diese ganze Geschichte, diese ganze Einigung ist ein Vertrag zu Lasten Dritter, nämlich den deutschen Bürgern, wenn man so will. Hier sehen wir es mal, CO2-Abgabe wird pro Tonne von 30 auf 45 Euro steigen, dazu die Mehrwertsteuer von 7% auf 12%. Ja, sollen Sie doch Wärmepumpen einbauen. Für jemand, der 3000 Liter Heizöl bestellt, wird das Ganze mal für eine solche Bestellung 180 Euro teurer. Auch bei Gas natürlich. Und wer tankt für 1,85 Euro Liter Super, der wird dann ab sehr bald, nämlich ab 1. Januar 1,94 bezahlen. Das wiederum ist inflationär. Das dürfte dann letztendlich die Bürger zu Konsumzurückhaltung zwingen. Bei denen, die es nicht so dicke haben, auf der anderen Seite, wenn die Preise steigen, dürfte das die Inflation wieder nach oben bringen. Und Elektrofahrzeuge, schön und gut, aber jetzt hat auch Audi, nachdem gestern Ford seine Produktionsziele runtergesetzt hat für das maßgebliche Elektronikmodell, so wird jetzt Audi sich von seinen Zeitarbeitern im Neckarsulmer Werk trennen, weil man sagt, die Nachfrage nach Elektromodellen ist nicht so eingetroffen, wie wir das mal prognostiziert haben. Und nicht so eingetroffen sind auch die Gewinne von alternativen Energien. Hier sehen wir das in diesen ESG-Fonds, also diesen Nachhaltigkeit, bla bla Gedöns, würde jetzt Ex-Kanzler Schröder sagen. Da sehen wir, dass diese Fonds jetzt zunehmend auch auf Öl und Gas setzen, auch auf Öl. Interessanterweise, das maßgebliche Clean Energy ETF, das handelbar ist, hat in diesem Jahr alleine 30% verloren. Aber wir sehen jetzt schon bei den Bauzinsen, was es bedeutet, wenn die Märkte Zinssenkungen erwarten. Die Bauzinsen sind nämlich massiv gefallen, alleine in den letzten 6 Wochen. Was wird das bedeuten? Die Leute werden wahrscheinlich wieder mehr Häuser kaufen, mithin werden dann auch die Preise wieder anziehen, damit die Inflation, großer Absturz. Was da genau passiert ist und was zu erwarten ist im gesamten Immobiliensektor, erfahren Sie in diesem Artikel. Erste Empfehlung, die zweite Empfehlung. Goldman Sachs sagt, den S&P 500 in jedem Fall, egal was die Fed macht, verkaufen, und man basiert diese
Empfehlung auf Positionierung von Anlegern, gerade von sogenannten CTAs, Commodity Trading Advisern. Also das ist eine interessante Meinung von Goldman Sachs. Natürlich nicht meine Meinung, weil ich bin permanent bullish, meine Damen und Herren. Diese beiden Artikel, Bauzinsen und Goldman Sachs, in jedem Fall verkaufen, egal was die Fed sagt, zur Empfehlung. Und 20 Uhr dann reinschauen bei Finanzmarktwelt, werden wir das Fed-Statement bringen, was es bedeutet. Und 20:30 dann mit einem Live-Feed und Kommentaren das, was Jerome Powell heute zu sagen hat. Ich wünsche dann erstmal das Allerbeste und sage Servus, ciao, bis nachher. Wir sehen uns.